was geht ab, Leute? Hier ist euer Moses. Herzlich willkommen auf meinem Channel. In diesem Video befassen wir uns mit den Top Rocks, okay? Top, das heißt oben oder up, uprocking, up, ja, und Rocks, also Rocking, wie ich gerade eben gesagt habe. Das heißt, wir führen hier oben im Stand die Basic-Schritte aus, okay? Und heute befassen wir uns mit dem Basic-Schritt. Es hat sehr viele Namen, entweder Cross-Step, Two-Step oder Front-Step, okay? Zieht's euch rein, let's go. Okay, Leute, die ersten Schritte sehen natürlich so aus, dass wir auf der Stelle springen. Ja? Auf der Stelle springen heißt nicht, dass wir unsere Beine anziehen, ja? Und auch nicht so hoch nach oben springen, sondern wir springen einfach ganz leicht vom Boden weg. So, zack. Ja? Und wenn wir nach oben springen, haben wir die Arme hier direkt vor uns überkreuzt. Ja? Die Hände sind geschlossen. Okay? Das heißt, der erste Takt sieht dann so aus, 5, 6, 7, 8. 1. Okay? Sobald ihr angekommen seid, gehen wir jetzt zu dem nächsten Takt. Ja? Geht ein Fuß vor den anderen. Zack. Setzen wir quasi den Fuß über Kreuz nach vorne. Ja? Das heißt, nicht vor euch, sondern direkt über Kreuz vor den anderen. Ja? Und wenn ihr den Fuß vor den anderen setzt, setzt den auf dem ganzen Fuß ab. Ja? Und nicht auf die Ferse. Oder auch Spitze. Und haltet euren Oberkörper, wenn ihr den Schritt nach vorne setzt, ja, nicht weit nach, also nicht hier in der Mitte, sodass es so aussieht. Ja, zack, zack. Denn es ist ja ein Rocking. Also ihr müsst halt mit dem ganzen Körper mit rocken sozusagen. Okay? Das heißt, wenn wir mit dem Fuß nach vorne gehen, ja, kommen wir auch mit dem Oberkörper mit. Okay? Also wir springen als erstes, 5, 6, 7, 8, 1, ja, und gehen mit dem Oberkörper mit, ja, zack. Unser Oberkörper bleibt nicht hier hinten, okay, der Oberkörper geht mit. Und wenn wir jetzt hier den Schritt vorne ausgeführt haben, gehen die Arme auf, wir repräsentieren uns, ja. Das heißt, wir sind nicht so scheu, so eingeschüchtert, ja, sondern unsere Brust geht raus und wir präsentieren uns. Ja, noch einmal, 5, 6, 7, 8, 1, 2, okay? Ist jetzt nicht so, dass wir das theatralisch jetzt hier ausdrücken müssen, sondern ihr müsst es so ausdrücken, dass ihr jemanden quasi gegenübersteht und sagt, ey, hast du ein Problem? Ja, so in der Art müsst ihr das auf jeden Fall rüberbringen, okay? Nochmal, 5, 6, 7, 8, 1, 2, okay? Und wenn wir jetzt hier angekommen sind, springen wir wieder zur Mitte, ja, drei, haben wieder die Arme überkreuzt und gehen dann mit dem, wir sind jetzt mit dem rechten Fuß überkreuzt gegangen, ja, jetzt gehen wir mit dem anderen Fuß überkreuzt. Zack, okay, genau dasselbe auf der anderen Seite und genauso präsentieren, ja. Und von dort aus springen wir natürlich wieder zurück zur Mitte. Zack, ja, boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alright? Wir gehen das nochmal langsam durch. Das heißt, wir beginnen mit dem Sprung. 5, 6, 7, 8 und 1, ja? Ich möchte noch was Kleines hinzufügen, und zwar, wenn ihr springt, geht auch leicht in die Knie, ja? Das ist jetzt etwas, was zusätzlich so als Detail reinkommt. Geht noch ein bisschen in die Knie, ja, damit man merkt, okay, die Ebenen wechseln sich ja auch, ja? Das heißt, Sprung, und ihr macht euch dann, wenn ihr nach vorne steppt, groß. Geht zurück nach hinten, zur Mitte, und geht zur anderen Seite auf, okay? Zack. Ein. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Wenn wir auch hier unten in die Knie gehen, gehen wir auch ein bisschen, ja, mit der, sozusagen mit der Hüfte nach hinten. Ich mache es euch einmal vor. 1. Ja, also das heißt, wenn ihr den Schritt hier ausgeführt habt, geht dann quasi eure Hüfte, wenn ihr zur Mitte zurückspringt, nach hinten. Und geht dann zur Seite auf. Nach hinten,
zack. Okay, ihr macht euch wirklich so ein bisschen klein, ganz wenig, nicht so, nicht so doll, ja, nur ganz, ganz kleines bisschen und dann geht ihr zur anderen Seite auf. 1, 2, 3, 4. Als würdet ihr hier irgendwas halten und dann zeigen wollen. Ja, so im Endeffekt. Ja, 2, 3, 4. Verstecken, zeigen, verstecken, zeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jetzt seid ihr dran. Erstmal einen herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und natürlich auch zugeschaut haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr Tutorials sehen wollt, abonniert gleich auch noch mit meinem Channel, ja, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid mit den Tutorials und natürlich auch fleißig übt. Verfolgt mich auch auf den Social Media Kanälen wie Facebook, Instagram und TikTok. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Lernen und enjoy the steps. Let's go. Peace.